Im Hinterland ein Schilfdelta, vorne der sichelförmige Strand. Die Istuzu-Bucht bietet einen der schönsten Strände des Mittelmeeres und lockt Touristen aus aller Welt an. Warnhinweise markieren die Stellen, an denen bedrohte Meeresschildkröten ihre Eier vergraben haben. Schutzmaßnahmen, die dieser alten Dame zu verdanken sind. June Heimoff, Britin aus bestem Hause, 92 Jahre alt. In dieser Hütte am Strand hat sie viele Jahre alleine gelebt. Heute ist es der Stützpunkt einer von ihr gegründeten Schildkrötengesellschaft. Als Heimoff Anfang der 80er Jahre mit ihrem Segelboot hier strandete, gab es hier nur eine Handvoll Aussteiger. Eines Nachts sah ich beim Spazierengehen einen Schatten im Sand. Es war eine Schildkröte. Sie war dabei, ihr Nest zu graben. Ich blieb stehen und beobachtete sie. Das veränderte mein Leben. Ein Bootspropeller hat den Panzer dieser Schildkröte aufgeschlitzt. Sie hat Asyl in einer Klinik für Schildkröten gefunden. Auch das eine Idee von Captain June, wie Heimoff von Tierschützern respektvoll genannt wird. Doch allen Bemühungen zum Trotz, die Mittelmeerschildkröte Caretta Caretta ist vom Aussterben bedroht. Heimoff macht dafür die Meeresverschmutzung und den wachsenden Schiffsverkehr verantwortlich. Zum Schutz der Schildkröten hat sie eigens einen Metallring für Boote erfunden. Er soll die Schildkröten vor Verletzungen schützen. 3 Jahre haben wir gebraucht und gerade mal 40 Bootsbesitzer davon überzeugen können. Kapitän June hat kein Boot mehr, aber dafür noch ihren 50 Jahre alten VW Käfer, mit dem sie heute noch durch Dalian fährt. Die geretteten Schildkröten sind zu einem Wahrzeichen und Touristenmagnet geworden. Mittlerweile lebt Heimoff in diesem Bauernhaus. Nichts verglichen mit den englischen Schlössern und Schweizer Chalets, in denen sie ihre erste Lebenshälfte verbracht hat. Sie war 2-mal reich verheiratet. Filmgrößen wie Liz Taylor gehörten zu ihren Freundinnen. Sie war eine nette Person und gute Mutter, die ihre Kinder sehr liebte. Sie besaß ein Chalet gleich neben meinem in Gstaad. Über ihr bewegtes Leben zwischen Upper Class und bedrohten Meeresarten hat sie mehrere Bücher geschrieben. Ihr größter Erfolg war, als sie Ende der 80er Jahre fast im Alleingang den Bau eines riesigen Hotelkomplexes auf dem Istuzu-Strand verhinderte. Fast jeder sagt heute noch: Bewahr diesen Küstenabschnitt so, wie er ist. Das ermutigt mich. Und ich bin dankbar, dass ich einst meine Füße auf diesen Strand gesetzt habe. Bei jeder Gelegenheit ermahnt sie Fischer und Freizeitkapitäne, den Propellerring zum Schutz ihrer Meeresschildkröten anzuschaffen. Haben Sie den Schutzring? Ja, ich habe einen Schutz um die Schraube. Also kann Captain June beruhigt zusteigen. Zu einer Fahrt durch das Flussdelta von Dalian, vorbei an jahrtausendealten Felsengräbern, hinaus zu ihrem geliebten Schildkrötenstrand. Eine eiserne Lady in ihrem 10. Lebensjahrzehnt, auf die Schöpfung zählen kann.